your time, Harbinin Alpha Golf. Okay, Harbinin Alpha Golf, Klüppli, vielen Dank fürs Mikrofon. Da ist Harbinin Juliet Alpha Mike am Mikrofon, wieder der Woody. Wir haben mittlerweile 9 Uhr. Ich will eigentlich pünktlich anfangen. Ich erkläre schnell, wie ich die Runde gerne organisieren möchte. Es gilt als Reihenfolge die offizielle Stationsliste, wie sie sowohl von dem JOTI-Team von der PBS wie auch von Scoutnet publiziert worden sind. Die Liste ist identisch. Unten an der Liste nach dem HB9S habe ich noch den HB9EKB dazu getan. Ich werde 2 Runden machen. Die erste Runde ist eine Aufrufrunde. Da werde ich jede Station rufen und schauen, wer da ist. Man könnte dann auch schon Reports austauschen. Ich bitte jeden, den ich aufgerufen habe, nach dem Aufrufen das Mic wieder zurück an HB9JM zu geben. Ich tue dann das Mikrofon der nächsten Station weitergeben, damit die Reihenfolge so gespart werden kann. Nach der ersten Aufrufrunde, die wirklich nur darum geht, wer ist da, werden wir noch eine Runde machen, eine zweite Runde, wo dann Fadis auf das Mikrofon kommt und wo jeder ein bisschen erzählen kann, jede Station kann erzählen, was sie so gemacht hat, wie das Equipment aussieht und eben auch Fadis sich können, austauschen. Die zweite Runde dürfte auch ein bisschen länger gehen. Auch in der zweiten Runde bitte ich jede Station nach ihrem Durchgang das Mikrofon wieder zurück an HB9JM zu geben. Ich tue dann das Mikrofon wieder weitergehen. Okay, dann fange ich mal an und mit der ersten Station, das wäre der HB9EIV. Den haben wir also schon gehört, aber ich übergebe trotzdem schnell das Mikrofon. HB9EIV Neon, bist du noch da? Okay, merci vielmals da für das Mikrofon. Jawohl, HB9 Echo in der Victor Strich-Jambori ist da. Wir sind hier im Fadiheim Arberg. Wir haben 25 Teilnehmer und das klappt ausgezeichnet da in dieser Schweizer Runde. Mikrofon zurück, HB9 Juliet Alpha Mike übernehmen. Okay, vielen Dank, HB9EIV. Ich gebe das Mikrofon gerade weiter an HB9AG, einfach für eine kurze Präsenzmeldung, ob du da bist und redet bist. HB9 Alpha Golf ist auch da, der Wohnwagen ist langsam voll mit Leuten. Wir wären bereit fürs Rückgut. Mikrofon zurück zu dir, Woody. Okay, vielen Dank. Nachher wäre ich selber dran. Ich überspringe mich mal schnell und gebe das Mikrofon gerade weiter an HB9BSL. Da ist der Pepe dran, wenn ich mich nicht täusche. HB9BSL, sind ihr da? Okay, HB9BSL habe ich nicht gehört. Mal die Frage in der Runde, hat jemand anders den HB9BSL gehört? Okay, ich komme keine Antwort über. Der nächste in der Liste wäre auch wieder der Fadi-Kantonalverband Basel 2, der HB9EDU Eco Delta Uniform. Sind ihr da? Okay, da ist HB9 Juliet Alpha Mike zurück. Der HB9EDU habe ich nicht gehört. Die Frage in der Runde, hat sonst jemand den HB9EDU gehört? Der Weg scheint nur am Samstag, sonst habe ich nicht gefallen. Mikrofon zurück, JTM. Okay, vielen Dank, Fluppi. Die sind nur am Samstag da gewesen. Die tue ich auch von der Liste, in dem Fall, als mal abwesend markieren. Und ich gebe das Mikrofon weiter. Ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch an die Station auf dem Monte Ceneri, an Hotel Bravo 9 Echo Hotel Whisky. Seid ihr da? Gut, ich habe nichts gehört. Hat eine andere Station den HB9 Echo Hotel Whisky gehört oder hat Informationen darüber? Gut, habe ich nicht gehört. Hat sich niemand gemeldet. Dann rufe ich an die Station HB9EVT in Allschwil, Basel. Seid ihr da? HB9EVT habe ich nicht gehört. Hat eine andere Station Informationen über HB9EVT oder hat HB9EVT gehört? Ja.
Gut, ich habe keine Antwort erhalten. Die nächsten drei Stationen, wenn ich da richtig informiert bin, habe 9 Echo Echo, habe 9 Whisky und habe 9 Yankee, waren nur am Samstag on air. Dann gebe ich das Mikrofon weiter an habe 9 Kilo Oscar Mike. Habe 9 Kilo Oscar Mike ist da und das Mikrofon geht wieder zurück ins ganze Selbsthalten. Okay, vielen Dank, Flugbitter. Ich habe den Juliet Alpha Mike zurück. Dann geht das Mikrofon weiter in, auf Herburg, Herburg St. Gallen, und habe 9 Sierra Golf. Sind wir da? Gut, habe 9 Sierra Golf habe ich nicht gehört. Gibt es eine andere Station, wo der habe 9 Sierra Golf gehört hat oder Informationen darüber hat? Okay, ich habe keine Informationen mehr bekommen, dann gebe ich das Mic gerade weiter und rufe an, da habe 9 Sierra Whisky Romeo. Habe 9 Sierra Whisky Romeo, sind Sie da? Habe 9 Sierra Whisky Romeo ist anwesend und versteht gut. Mikrofon zu dir, zu habe 9 JM. Okay, vielen Dank, habe 9 Sierra Whisky Golf ist anwesend, dann gebe ich das Mikrofon weiter an habe 9 und rufe an, da habe 9 Sierra Oscar. Oscar Alpha, Sierra Oscar Alpha, sind Sie da? Ja, habe ich den Sierra Oscar Alpha, ist noch präsent, alles okay, ich gebe wieder zurück, habe ich den Juliet Alpha Mike, habe ich Sierra Oscar Alpha, go away. Okay, vielen Dank, dann geht das Mikrofon weiter auf Solothurn an BSA Trupp 681 aus Basel an habe 9 Echo Yankee Queen. Habe 9 Echo Yankee Queen, sind Sie da? Okay, ich habe nichts gehört. Gibt es eine andere Station, wo der habe 9 Echo Yankee Queen gehört hat oder Informationen über die Station hat? Okay, keine Informationen. Die Station ist als abwesend markiert. Dann gebe ich das Mikrofon weiter an das World Scout Büro HB9 Sierra in Satigny. HB9 Sierra, seid ihr auf Empfang? Okay, HB9 Sierra habe ich nicht gehört. Gibt es eine andere Station, die HB9 Sierra empfangen konnte oder Informationen darüber hat? Okay, keine Informationen, dann gebe ich das Mikrofon weiter nach Rubigen zum Taco Johnny HB9 Echo Kilo Bravo. Ja, okay, HB9 Echo Kilo Bravo ist da, klappt da gut. Mikrofon retour, HB9 JM, in LKB. Okay, vielen Dank Taco, dann mache ich noch einen allgemeinen Aufruf, Anruf für die Schweizer Runde. Gibt es noch andere Stationen, wo ich da nicht aufgerufen habe? Okay, ich habe keine weiteren Stationen gehört. Hat eine andere Station, eine Station gehört, wo ich jetzt da nicht gehört habe? Ich gebe mal das Mikrofon für ein paar Sekunden in die Luft. Gut, keine weiteren Informationen. Falls eine Station später dazukommt und wenn die dazukommt, würde ich die gerne einladen, in einer Umschaltpause reinzurufen. Und würde sonst jetzt gerade das Mikrofon weitergeben an Pfadi Aquila Arberg, an Neon, an HB9 EIV, damit er das Mikrofon seinen Pfadis kann geben, damit ihr mal eure Station könnt vorstellen und erzählen könnt, was ihr das Wochenende so treiben habt. Nach eurem Durchgang das Mikrofon bitte wieder zurück an HB9 Juliet Alpha Mike. Hallo zusammen, wir sind hier von der Regionalstation Bern. Wir haben Station Tayot gekannt, oder immer. Wir haben ganz viele Sachen gehabt. Wir haben das Haus von Telegästen gefunden. Wir haben die Rauschenmakrone gehabt, mit Öffnung, mit Leinze und Spiele gemacht und wir haben noch ganz viele Spiele gemacht und wir haben unter anderem demonstriert.
so Demonstranten-Game. Und ja, ist cool gewesen. Okay, das Mikrofon zurück zu HBN in Chile, also Mike. Okay, vielen Dank. Euer Report von meiner Seite übrigens ist 5959. Der Durchgang ist nicht mehr ganz so gut verständlich gewesen, aber es hat noch geklappt. Ich gebe da damit das Mikrofon gerade weiter zum Klüppli an Hotel Bravo 9 Alpha G zur Vorstellung von der Station und Austausch von Reports. Da ist HB 9 Alpha Golf. Ich gebe gerade das Mikrofon weiter an Ayal, der uns auch erzählt, was wir alles gemacht, was wir alles gemacht haben. Wir sind von der Zeti Jungschar, Buchsrohr, bei Aarau. Gestern haben wir LED-Test gemacht und ein Gelenkspiel. Wir haben dann am Morgen um 2 ein Lagerfeuer gemacht und Hamburger gegessen. Mikrofon zurück zu dir. Warte, ich übernehme nochmal schnell da. Ich habe da, was bei uns ein bisschen speziell ist, wir haben einen Haufen andere CVs und Jungschis von der Schweiz auf Besuch bei uns und jetzt wird das Mikrofon noch schnell über den anderen noch weitergehen, wo auch noch schnell ein paar Grüße zurückgehen. Again, salut miteinander, aber Grüße von der Welschen. Das heisst Salutation für die Gruppe Lyon, Epalange und Chahi. Venez nous voir, das ist eine gute Chance. Okay, dann habe ich dann noch eine Liste aufgeschrieben von Wasser, Jungschi und Zivi, dass wir alles zu haben da momentan bei uns. Das wäre Zivi, Jungschi aus Witzigen, aus Grenchen, Grennich, ja, Frauenfeld, Südbach-Melligen, aus Nio, Chali, Préverage, das ist Jackie, der du vorgelesen. Epalon. Okay. Also, ich höre, wir sind da wirklich eine kunterbunte Truppe da bei uns. Da. Ich würde das Mikrofon jetzt zurückgeben, HB9 JAM für HB9 Alpha Golf. Okay, vielen Dank, HB9 Alpha Golf. Der HB9 JAM Woody übernimmt wieder und damit ist auch unsere Station dran. Ich verteile schnell Reports an HB9 EIV 59 plus 10, eben im letzten Durchgang nur noch 59. Haben 9 AG 59 plus 10, haben 9 KOM 59 plus 10, haben 9 SWR 59, haben 9 SOA 59 und haben 9 EKB 59. Ich werde euch schnell noch einen Ibis geben. Wir haben übrigens einen Livestream auf YouTube, wo man jetzt der Schweizer Runde kann beiwohnen kann. Wenn ihr einfach auf YouTube nach dem HB9 Juliet Alpha Mike sucht, dann werdet ihr unseren Livestream finden. Und ich gebe das Mikrofon jetzt weiter an Silencio, wo da die Gruppe vertritt und euch wird erzählen, was sie so gemacht haben. Das ganze Wochenende. Das Mikrofon geht weiter an Silencio. Da ist der Silencio. Wir haben am Nachmittag ein GPS-Spiel gespielt. Ja, und am Abend haben wir einen Film geschaut und wir haben auch noch gelötet. Ja. Okay, da ist der HB9JM, der Woody übernimmt wieder. Der Silencio weiß nicht mehr was erzählen. Man könnte gerne nachdem alle Runden vorbei sind, können wir gerne noch weitere Runden oder einfach ein freies Cat führen auf dieser Frequenz. Ich übergebe damit das Mikrofon weiter an den nächsten auf meiner Liste. Das wäre der HB 9 Kilo Oscar Mike. Go! Wir sind hier, ich habe die KOM, der Salero. Wir sind auf dem Qualität Schmidt, dem Qualiatenstein. Wir sind ca. 30 Teilnehmer. Wir sind in der Fiburstein in der Ostschweiz, in der Qualifikation. Und da haben wir die Wir haben zum Beispiel mit Lawinen durchgerät, Klettenbild gemacht, Lasergame-Spiel. Dann haben wir natürlich Lagerfüll gemacht.
und am IRC Jet teilgenommen. Zudem haben wir an der deutschsprachigen Runde gestern Abend teilgenommen. Wir haben verschiedene Antennen aufgebaut und ungefähr 300 Watt. Wir haben ein Depot gebaut, Ground Plane für den Dachgiebel und mehrere verschiedene Antennen für 2 Meter und 70 Zentimeter. Und sind damit schon bis Australien und Amerika gekommen und haben viele Kontakte mit Europa gehabt. Okay, vielen Dank, HB9KOM, da ist der HB9JM, der wieder übernimmt und das Mikrofon auch gerade weitergeht auf Drogen, Pfarri Drogen, an HB9 Sierra Whisky Romeo, go! Ja, hallo zusammen, da ist der Maximilian, momentan Operator von HB9 SWR, HB9 Sierra Whisky Romeo, und ich gebe jetzt gleich weiter an die Julia und die wird ein bisschen erzählen, was wir so gemacht haben. Also Pfarri Drogen ist am Hang und ist 900 Meter hoch und es hat 9 Teilnehmer und 7 Leiter und noch 2 Funker. Wir sind in einer Pfarrhütte, ja, und wir haben am Freitagabend haben wir angefangen. Wir haben 3 Antennen aufgebaut und haben einen langen Stab, der ist 15 Meter hoch und ein vertikaler, der ist 13 Meter hoch. Und ja, sonst haben wir dann noch ein bisschen gespielt und so und wir haben auch noch gegessen und ja. Ja, das war Julia. Grüße auch vom Rest der Gruppe und vom Yogi und dann gebe ich das Mikrofon zurück an HB9JM. Okay, HB9 SWR, vielen Dank fürs Mikrofon. Da ist HB9 Juliet Alpha Mike und ich gebe das Mikrofon gerade weiter an Willi, der ganze Pfadi Oberi, HB9 SUA, go! Ja, da bin ich, HB9 Sierra Oscar Alpha. Die Leute hier sind leider gerade erst am Morgen essen. Sie haben da bis am Morgen um 3 haben sie da gefestet und da so wenig geschlafen und jetzt müssen sie da wieder zu Kräften kommen. Sie haben noch Spiele gemacht und oft haben wir gefühlt und das noch. Ja, bei den Verhältnissen ist es gegangen vom Wetter. Heute tut es leicht tröpfeln. Wir haben am Freitagabend angefangen, mit dem Kader auch noch die Engie SV-Antenne aufgestellt. Das ist ein dreifacher Dipol und also Infrared V und etwa 25 Meter Kabel zu der Hütte. Und da mit dem Lee steht 729 und eine automatische Tuner angeschlossen. Wir sind auch noch mit einem 57 angeschlossen mit dem Sentistrolle. Da haben wir noch. Wir müssen da neue DTMS dort noch nicht DTMS, der CTTS, zu bauen ja einschalten, wir haben den gefunden und dort haben wir rausgeschlagen und mit dem jetzt relativ gut. Die Pfadern haben dann noch den Bausatz da gemacht, das ist ein zum HB9 EKB Go Taco.
Ja, okay, das haben wir nicht EKB. Merci vielmals, das Mikrofon. Ich möchte alle Stationen hier oben begrüßen an dieser Schweizer Runde. Schnell zu meiner Vorstellung, Vorname Tango, oder Vorname Tango, Vorname Solita. Und ich bin hier allein einfach an einer Station, also daheim, wo ich da heute ein bisschen mitmache, am Jota. Da lange Jahre auch immer mitgemacht an Stationen. Aber momentan ist es nicht möglich, hier irgendwo in einer Station mitzumachen. Okay, ich werde da jetzt machen, schnell zu Posten. Jota, M7, aber ich bin hier voll. Alpha Golf, 5-5-10, KOM 5-9-10, SBR 5-9, SOA 5-9-5-9-10, da ist Spitze. Das wäre etwa der Port von meiner Seite. Das ist dann ein bisschen Station Habenün JM. Okay, vielen Dank, Taku Habenün EKB, da ist Habenün JM zurück. Und ich mache wieder mal einen allgemeinen Anruf, will schnell in die Runde fragen. Hat es eine Station, die jetzt noch dazugekommen ist, die bis jetzt noch nicht getragen war? Habenün Bravo Sierra Lima. Habenün Bravo Sierra Lima aus Basel ist gekommen. Gut, dann übergebe ich euch am besten gerade das Mikrofon. Dann machen wir gerade dort weiter. Dann könnt ihr gerne eure Station vorstellen. Ihr könnt gerne die Kinder ans Mikrofon geben und nachher bitte das Mikrofon wieder zurück an Habenün JM. Ja, merci vielmals für das Mikrofon. Im Moment bin ich leider noch allein im Sack. Meine lieben Pios sind noch am liegen. Sie sollten jetzt eigentlich langsam aufstehen. Aber sie haben sich dagegen entschlossen. So bin ich jetzt allein im Sack. Also, aber das macht dem überhaupt nicht aus. Gestern haben wir so Jota und Jodi gemacht, hauptsächlich. Und der grosse Schnitzeljagd am Morgen. Dann haben wir vorgestern Abend ein Mittelwellenradio gemacht, so à la Detektorradio. Das war sehr beeindruckend für die Jugendlichen, weil sie sehen, dass man mit sehr, sehr wenig Sachen kann rauskommen und trotzdem Sachen empfängt. Und wir haben tatsächlich dann gemeint, einen Mittelwellensender zu hören. Ja, das ist das, was bei uns so gelaufen ist bisher. Wir haben einige Verbindungen gemacht, auch nach Afrika haben. Und auch das hat recht Eindruck gemacht. Die Rapporte sind hier durchgehend 5-9. Also Habenün JAM hat 5-9, Habenün EV hat 5-9, Habenün AG auch 5-9, Habenün COM 5-9, Habenün SWR hat auch 5-9, Habenün SOA 5-9 und Habenün EKB hat auch 5-9. Mikrofon zurück zu Habenün JAM. Okay, vielen Dank auf Basel und Habenün BSL. Kannst du mir vielleicht dann nachher noch im nächsten Durchgang noch schnell deinen Namen sagen? Es ist, glaube ich, nicht der Pepe, der jetzt da bei euch dran ist. Dein Rapport von meiner Seite ist 5,9 plus 20. Sehr grelle Modulation, muss ich sagen. Okay, ich mache nochmal einen Anruf, einen allgemeinen, für Chamber-Stationen, die gerne an der Schweizer Runde mitmachen und die bis jetzt noch nicht dran sind. Okay, ich habe keine weiteren Stationen gehört. Von dem her ist die Schweizer Runde soweit einmal von offizieller Seite abgeschlossen. Wir können aber sehr gerne noch weitermachen. Ich werde auch jetzt gerade das Mikrofon nochmal an die erste Station weitergeben, auf Aarberg an HB9 EIV. Und ich denke, jetzt können wir es auch so machen, dass der HB9 EIV nachher der Liste nach kann das Mikrofon weitergeben an HB9 AG und so weiter. Okay, HB9 EIV, Neon, bitte übernehmen. Okay, merci vielmals für alle die Stationen, die da drunter sind, dass wir das da gehört haben. Ja, gestern haben wir mit dem HB9 PSL direkt Kontakt gehabt via DMR und Kurzwelle. Und haben mich gefreut, dass wir da die anderen Stationen auch können direkt kontaktieren konnten. Und noch schnell zu den Rapporten. Ich habe alle Rapporten 5-9 plus sicher bekommen, außer der HB9 SBR. Der ist relativ, ja, ohne Probleme, ich konnte alle Stationen aufnehmen. Aber im BSL ist eine sehr grelle Modulation. Gut, okay, wir werden uns hier rausziehen, weil wir haben jetzt schon morgen auf dem Programm und
Dann werden wir den Abend morgen aus den anderen Stationen einen schönen Tag noch, guten Abbau und wieder gut reinkommen. Dann gehen wir weiter, Habelin Alpha Golf, von Habelin Chile, von Habelin Echo in der Victor, das ist Temporin, dann werden wir das hier machen. Habelin Alpha Golf, bitte schön. Okay, das ist nochmal Habelin Alpha Golf aus Aarau. Ich kann auch noch bestätigen, ich kann alle Stationen problemlos hören. Auch im Hintergrund haben wir es gut verstanden. Die einzelnen Stationen sind ein bisschen schwächer gewesen. Aus dem Sargans habe ich einen Rapport 3, Radio 5. Und Frutigen habe ich in EKB 2, Radio 5. Aber IWAP 2 und die anderen alle mit 5, 9, 9 plus und noch mehr. Okay, es hat viel Spass gemacht auf eurer Seite her. Es ist wirklich eine lässige Sache. Es war das erste Mal gewesen, habe ich in Alpha Golf, dass wir da mitgemacht haben im Jota. Und wir werden garantiert nächstes Jahr auch wieder dabei sein. Das kann ich euch versprechen, in irgendeiner anderen Form. Ich wünsche allen einen schönen Tag genießen, auch wenn es ein bisschen regnet draußen. Und sagen wir mal schnell rein, dass noch ein paar andere da sind. Ciao zusammen! Ciao! Okay, also wir sind also seit ein paar aufgewacht in der Zwischenzeit. Gut, gebe ich das Mikrofon weiter an Habenin KM. Übernimmt. Okay, gut, dann bringt das Habenin KM. Ich mache fast die Krankverkündigung. EIV 59-10 AG 59 plus 20, JM 59 plus 35, SBR 4, 9 plus 30, aber Radio nur 4, SOA 5 und 8, HBNU EKB 5 und 7, HBNU BSL ist 4 und 9 plus 40, die sehr spezielle Modulation, da wäre es noch zu deinem gewesen. Und jetzt kommt noch erst ein Gruß von Stein. Und das Mikrofon geht weiter an HBNU SWR. Ja, da ist HB9 SWR. Auch noch schöne Grüße von uns alle miteinander. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser verständlich. Ich rede ein bisschen lauter und über Mike gehen ein bisschen drauf da. Auf jeden Fall von unserer Gruppe auch nochmal schöne Grüße aus Drogen und Mikrofon geht weiter an Sargans HB9 SOA, glaube ich, war das. Mikrofon geht weiter. Haben wir eine SOA, bitte übernehmen. Okay, haben nun Juliet Alpha Mike übernimmt, da ich höre da haben nun SOA nicht und gebe das Mikrofon weiter auf Rubige und haben nun Echo Kilo Bravo. Johnny, go. Ja, okay, haben nun EKB schon da. Merci vielmal. Bauklappen so gut, die Ausnahmen Stationen sehr gut gehört. Auch übrige Stationen haben nun BSL, wo wir drauf kommen, 5 plus 10, das ist ja immer Station, aber klappen so sehr gut. Ich mache mir auch nicht mehr so lang. Okay, vielen Dank, Taco, habe 9 EKB. Am Schluss bin ich im Rauschen versunken wieder. Ich nehme an, die Bedingungen nehmen langsam wieder ab. Wir haben im letzten Durchgang den HB9 BSL übersprungen. Ich werde ihm noch schnell das Mikrofon übergeben. Ja, merci vielmals fürs Mikrofon. Das Mikrofon habe ich mittlerweile schnell getauscht. Ich hoffe, die Modulation ist jetzt besser. Ja, am Mikrofon ist tatsächlich nicht der Pepe, es ist der J-Quag. Das ist geschrieben mit Juliet. Punkt Quebec Uniform Alpha Kilo. Ich habe das hier mit meinen Kollegen organisiert oben und der Pepe hat am Freitag noch ausgeholfen, weil ich dort so einigermaßen zuwegs bin, so halb. Und wegen dem war er noch oben gewesen. Außerdem sind wir sehr gut unterstützt worden von dem Verein, wo wir jetzt hier die Anlage benutzen können. Okay, dann gebe ich das Mikrofon zurück an Hotel Bravo 9, Juliet Alpha Mike.
Okay, J-Quack, vielen Dank. Die Modulation ist jetzt perfekt, also 5,9 plus 20 sehr stark und sehr saubere Modulation, also Welten besser als beim letzten Durchgang. Das Wechseln vom Mikrofon hat definitiv massiv viel verbessert. Ich denke, wir machen gerade mal weiter für die, die noch Lust haben und noch da sind. Ich übergebe gerade mal das Mikrofon wieder oben in die Leiste rein an Neon, an HB9 Echo India Victor Stroke Jamboree. Okay, der HB9 EIV ist nicht mehr da, also geht es weiter an HB9 Alpha Golf. Okay, bei uns ist es ein leichter geworden im Wohnwagen. Die Leute haben Hunger. Ne? Wie ich gesagt habe, morgen um 2 Uhr fängt es Nacht gehen. Und jetzt ist es ja langsam etwas Zeit bis morgen. Wir ziehen uns auch wieder zurück in den Hintergrund und sind da sicher aber noch ein bisschen QRV auf dem Santis noch. Das sieht recht gut von uns aus. Da. Und natürlich auch noch ein bisschen auf den kurzen Bänden dann noch. Okay, Mikrofon wieder zurück zu dir, Woody, HB9 Jota M für die Runde. Okay, vielen Dank fürs Mikrofon. Jetzt sind wir wieder dran gemäß dieser Liste. Noch schnell ein bisschen zu unserer Ausrüstung für die, die es noch nicht mitgekriegt haben. Wir haben einen Jesu FT950, einen Meritron 811H Amplifier. Ich fahre jetzt ungefähr mit 400 Watt in eine G5RV-Antenne, wo ich am Freitagnachmittag mit einem Quadcopter in die Baumkrone aussendran am Pfadiheim aufgehängt habe. Ich habe das zuerst mal so probiert und das ist eigentlich erstaunlich gut gegangen. Die Antenne hängt schön weit oben, also die ist zwischen 15 Meter sicher an den Enden, wo die Schnur über die Baumkrone geht und ungefähr 10 Meter in der Mitte, wo die Einspeisung ist. Das zu unserer Funkausrüstung. Eben, wir haben auch Internet, wir haben eine Richtstrahlverbindung 5 GHz mit einer kleinen Schlüssel zum Pfadiheim, zu einem Privathaus von einem pfadifreundlichen Nachbarn in der Umgebung. Distanz geschätzt ungefähr 100 Meter, aber mit diesen kleinen Schüsseln klappt das wunderbar. Wir haben eine stabile Internetverbindung. Wir haben da Cam mit einem Live-Feed, den wir auf YouTube einspeisen. Das ist eine Wireless-Kamera. Und mit so vielen Wireless-Geräten hat die ein kleines Problem, dass immer wieder einmal ein paar Datenpakete verloren gehen und wir darum Bildstörungen haben, können wir nicht ändern. Ist im Moment so, das ist das so ein bisschen von der technischen Ausrüstung, die wir haben. Die Pfadiheime hier in Arbon sind drei identische Pfadiheime, davon brauchen wir zwei, sind so Pyramiden, nein, dreieckförmige Pfadiheime mit Holz geheizt, ganz klassisch. Also von dem her hat es ein Pfadi-Ampli. Ämtli heizen, wo da die Jungs immer schauen, dass wir leider da genug warm haben im Pfadiheim. Okay, ich denke, ich habe jetzt für den Moment genug gequasselt und gebe das Mikrofon wieder zurück an J-Quack, an HB9, oder ich gebe das Mikrofon weiter an HB9 BSL J-Quack. Ja, merci vielmals fürs Mikrofon an dieser Stelle. Bei uns sieht das ein bisschen anders aus. Wir haben, weil wir das erste Mal dabei sind, habe ich mich davor gescheut, hier grosse Aufbauten zu machen und habe einfach die bestehende Infrastruktur genommen. Wir haben jetzt hier diverse Sachen. Wir haben eine Antenne für 40 und 80 Meter, das ist ein Delta Loop. Dann haben wir ein Optibeam für die anderen Bänder, die kürzeren. Also 20, 17, 15, 12, 10 Meter können wir mit einem Optibeam behandeln, sozusagen. Ja, und unsere Anlage hat 200 Watt, das ist eine FT1000 MP Mark 5 und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Ich möchte mich nochmal bedanken, dass wir noch in die Runde aufgenommen haben im Anschluss und dann gebe ich das Mikrofon wieder zurück zu HB9 Jam. Okay, vielen Dank. J-Quack, HB9 BSL, ich habe HB9 JM, der Woody wieder zurück. Und ich gebe gerade das Mikrofon weiter auf Stein, ist Pfadiheim Störgel an HB9 Kilo Oskar Mike. Okay, besten Dank. Besten Dank, haben wir vielleicht vorhin noch ganz kurz vergessen. Wir haben auch Freitag angefangen, also Funker, etwa schon am 11. Und Teilnehmer sind dann so etwa auf die 2 gekommen. Dann habe ich auch noch vergessen, wir haben auch einen ubiquiti Link. Allerdings geht der genau über die Straße, 30 Meter. Also für ein Device, das eigentlich so viele Kilometer kann überbrücken kann, ist fast ein bisschen überrissen. Dann würde es mich wundern, so, wenn ihr so, also, ich hätte jetzt nicht erzählt, wenn ihr so Verbindungen gemacht habt, weil bei uns ist, wie gesagt, sehr,
sehr, sehr hart gehabt. Wir haben nur einen Fall gehabt und nur etwa zwei oder drei Nordamerika gehabt. Es war gestern recht hart gewesen. Aber das war auf 20 Meter. Aber es ist erstaunlich auch nicht im Vordergrund. Dennoch hast eine Meldung an Klüppi. Wie gesagt, das ist mitbekommen, sehr schlechte Nachrichten für einen Club. Ich habe Baubewilligung. Allerdings fange ich dieses Jahr nicht mehr anbauen. Und ich habe mich auch noch nicht definitiv entschieden, ob ich die Lokperiodik oder die Spider-Quad aufhängen. Das zu dem. Gut, ich glaube, von meiner Seite, also vielleicht noch anschließend zu unserem Equipment, ist Gänge der 847, Gänge am Meritonal S500, wo ich dort zum Auto ausbauen muss. Die Handyleistung, ja, die 100 Watt ist in der Spitze, also im Average ist natürlich 200, 250. Und daher haben wir noch ein Groundplane mit einem Automatik-Tuner. Und aber Tipol haben wir einen Versa-Tuner von der MFJ, also hat ein bisschen anders ausgesehen. Aber der Check sieht von Jahr zu Jahr aufgeräumt aus und übersichtlicher, obwohl er im Prinzip immer mehr kann. Das zu dem. Und noch mehr, und HB9 SWR, das Mikrofon auf Drogen. Gut. Ja, das ist HB9 SWR. Ich habe jetzt nochmal probiert, mein Gehen ein bisschen zu optimieren. Vielleicht ist jetzt das Verständnis nochmal besser. Zu unserer Station auch kurz. Wir haben eine sehr minimale Station hier. Wir haben im Prinzip ein FT857 mit einer Windem draußen und einem LDG-Tuner und einer Groundplane-Vertikalantenne, 13 Meter hoch ungefähr, mit einem China-Tuner direkt am Mastfuß und dann natürlich VHF-UHF-Antenne auf einem, ich glaube, 10 Meter Mast ist es. Sonst eigentlich sehr aufgeräumt hier, die Party sind noch alle hier und hören zu, und ich würde dann das Mikrofon weitergeben an die nächste Station. Ich weiß leider nicht, wer die nächste ist. Ich glaube SOA war es. Mikrofon zu, habe ich noch in SOA. Ja, Roger, da übernimmt Hamilton 10 Oscar Alpha für den Party Oberin. Also noch zu der Station nehmen, IC729 mit dem Tuner AC160, wo dazu gehört. Natürlich ist schon ziemlich alte Station mit dem 120 Gangleistung. Und eben an den aus Amerika und aus Österreicher hat er auf der Homepage beim österreichischen Sendersuchverband und auf einem Ablaufrohr ist ein Ballon drauf gemacht, etwa 10-15 Umdrehungen RG58. Ich habe dort einen Benzinstecker drungen und dann nachher kommen drei Dipole, also einer für 80 Meter, 40 Meter und 20 Meter. Ist etwa in Abstand von 70 cm mit der PVC-Röhrlis, die durchkommen. Und die ist etwa ca. 60 Meter hoch und invertiert Fall aufgehängt. Und der Hering selbst macht die Hering etwa einen halben Meter so Teisen. Und das ist ganz gut mit den so Spannvorrichtungen. Es gibt so glatte Hütte, wo man nur schnell durchziehen kann und dann das so spannen. Daneben haben wir dann noch so vertikal gemacht mit den so Wendelantennen drauf. Der Draht, sogenannte Gebissschutz, etwa 10 Meter. Und am Einspielpunkt haben wir dann ganz noch Radials ausgelegt für ein paar Bänder und dann das auf dem Antennentuner. Je nach Richtung so hat man bei den oder horizontal oder vertikal mehr oder weniger die Störung können ausblenden. Für den Sendtisch haben wir dann hier eine kleine, das ist eine Dreiband, so haben wir 70-23 cm, etwa Meter Höhe. Das ist so die günstigere Ausführung als dort Diamond und so. Und das auf einem kleinen Mast, das ist eine Art Erdungsstange von der Bahn, die da gebrochen ist gesehen, und oben ist gut, oben ist isoliert und unten kann man nochmal ausziehen mit einem Klinkverschluss, ist jetzt zusammen. Tipptopp, also zum hier zu arbeiten. Alles angehängt, eine kleine von der Powercall, also Power Supply und dann so eine Leiste, wo man mit den neuen Powercall-Stecker, also wo die letzte Erfahrung hat. Das ein Ampermeter, das eingebaut ist, Voltmeter, das immer besser sieht, mit Spannung und so. Haben wir sogar noch USB-Sachen. Also eine ganz Einrichtung. Und für die, die wollen zuhören, haben wir einen Ausgang auf einem kleinen NF-Verstärker, wo man vier Kopfhörer anschliessen kann. Das ist ja da
die Jungs da ihre Kopfhörer können herentun und ein bisschen gut lassen und jeden Tier ausstechen, der ihm passt. Das ist also die Antenne. Ich muss sagen, ich habe einen guten Rapport gekriegt. Ist also eine Antenne für den Nahbereich. Also tipptopp. Also, was da ist. Was wir noch haben, wir haben einen Link, also mit so einem Nanobeam. Da geht es um einen Bauernhof, der etwa 300 Meter weg ist. Der 5 GHz, also Link, hat ganz gut funktioniert, bis wir den eingestellt haben. Und dann haben alle die Jungs also natürlich sehr viel Jotti gemacht oder gechattet, mit allen Ländern. Es ist also wirklich ein Regenverkehr via Internet und das ist sehr auch für mich interessant. Er hat auch Funken, die werden nicht sofort und müssen wir sie fastlegen. Und beim Schreiben ist es natürlich einfacher vom SMS. So, das war es gesehen hier. Ich wünsche allen Stationen einen schönen Tag. Wir sind hier weiterhin so nach auf Empfang. Wenn noch Fragen sind, gestern haben wir hier mit HBNA gehen können. Mit den Weltenkollegen habe ich da ein bisschen machen, dass ich hier auch noch meine Muttersprache ist. Sonst ist es doch da. Mama, bitte, wir bitten Deutsch, dass hier nicht ein bisschen Weltenstation ist. Ja, ja, Ostdeutsch und ein bisschen weiter da. An anderen, die Unterstationen sind vor dem Anfang. Aber immerhin ein paar. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und dann auch bald wieder am Morgen. Wir sind hier noch auf dem Sendung. Ich fange vor, weil ich mir das nicht habe, wie ich das eigentlich auch so habe. Ich bin hier aus der Alpha. Adieu, bitte. Okay, vielen Dank, Willi, HB9 SUA, der HB9 JM, der Woody übernimmt wieder. Und dann schauen wir mal, ob der HB9 EKB, der Taco, noch da ist und das Mikrofon wird übernehmen. Okay, der HB9 EKB Taco habe ich nicht mehr gehört. Vorher habe ich an den HB9 EIV nicht gehört im letzten Durchgang. Ich probiere es doch nochmal schnell. HB9 EIV Neon, würdest du gerne das Mikrofon nochmal übernehmen? HB9 EIV ist auch nicht gehört. Dann gehen wir weiter zum Klüppli auf Aarau. Oder ja, auf Aarau. HB9 AG, würdest du gerne das Mikrofon nochmal übernehmen? Okay, der Klüppli scheint auch nicht mehr da zu sein, dann übernehmen wir das Mikrofon nochmal schnell und ich übergebe das der Harmony, wo gerne ein paar Worte an euch richten. Also, das ist die Harmony. Ich bin jetzt am JJT selber zum ersten Mal dabei als Leiterin. Ich finde es wirklich eine tolle Sache. Wir sind jetzt hier 3 Leiter, 8 Teilnehmer. Wir sind jetzt auch daheim, haben da die ganze Technik aufgestellt und es ist wirklich was sehr Interessantes. Ich habe jetzt, bis jetzt vor allem Kontakt aufgenommen über das Internet, habe bis auf Amerika hinterher gechattet und gesprochen über Teamspeak und auch unsere Kinder sind sehr weit am Umchatten. Ich gebe jetzt das Mikrofon zurück an Woody. Okay, vielen Dank, Harmony. Da habe ich in KM der Flupi jetzt einmal noch gefragt, was wir so für Verbindungen gemacht haben. Ich habe jetzt mein Log aufgemacht, wir haben das ganze Wochenende haben wir 25 Verbindungen im Log, das ist nicht gerade viel. Allerdings, eben, wir haben nicht nur gefunkt, sondern wir haben auch andere Aktivitäten gehabt. Wir haben ein GPS-Glanzspiel draussen gehabt mit PMR-Funkgerät, wo wir dann nach der Hälfte haben müssen abbrechen und nochmal ein bisschen anders starten, weil einfach die PMR-Funkgeräte batteriemässig, akkumässig gestorben sind in der Hälfte vom Spiel. Wir haben nicht, eigentlich keine DX-Verbindungen angebracht. Das Highlight war auf Schweden, Verbindung mit dem Sierra Charlie Uniform in Uniform Tango, wo ich nach wie vor einfach das geilste Rufzeichen finde, das gibt. Verbindungen haben wir gehabt. Einige auf Skandinavien, auf 20 Meter, also Norwegen, Finnland, Schweden haben wir Verbindungen gehabt. Und eine Verbindung, ich muss jetzt nachschauen, was das genau war, November, Papa, 4 Kilo, Bravo, ich glaube, das ist irgendwie Costa Rica oder Puerto Rico, irgend so etwas, das ist wahrscheinlich die weiteste Verbindung, die wir angebracht haben. Ich bin gestern Morgen auch schon relativ früh aufgestanden, habe da meinen portablen Hexbeam nach Nordosten gerichtet und habe gehofft, dass ich für Japan oder VK arbeiten konnte. Das hat leider nicht geklappt. Ich habe keine einzige Station gehört oder es haben mich auch keine Stationen gehört oder zumindest nicht geantwortet auf meine Rufe in diese Richtung. Okay, das wäre es von der
wir hatten. Ich gebe jetzt das Mikrofon weiter auf Basel an HB9 BSL J-Quark. Go! Mit dem Rufzeichen HB9 Bravo Sierra Lima. Zum auch das Thema nochmal schnell aufgreifen von den Verbindungen. Wir haben, es ist auch harzig gewesen bei uns, aber auf 15 Meter, das ist irgendwie so das beste Band gewesen jetzt in der letzten Zeit. Da haben wir können Tunesien, Namibia, Katar, Kuwait, USA, Guadeloupe und Kanaren machen. Genau, das ist so das gewesen, was wir gemacht haben. Wir sind aber auch schwer am Suchen gewesen von den Verbindungen. Jetzt schaue ich gerade noch schnell das Rufzeichen, was du gesagt hast, Woody, mit November Papa am Anfang. Das ist natürlich gerade neben der Dominikanischen Republik, eine ganz kleine Insel. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat das ja mit November Papa angefangen. Das heisst De Seco Island. Das schreibt man mit Delta Echo Sierra Echo Charlie Hotel Echo Oscar. Ist eine ganz kleine Insel dort bei der Dominikanischen Republik. Also, ich möchte euch für die tollen Verbindungen gratulieren. Ich mache mich jetzt auch langsam auf die Morgensuche. Der Hunger überwiegt jetzt hier bei mir auch. Ich hoffe, wir hören uns nochmal irgendwann auf dem Band und würde mich da auf jede Verbindung natürlich freuen. Ich gebe das Mikrofon wieder zurück zu HB9 Jam, zum Woody. Das ist sie, Hotel Bravo 9, Bravo Sierra Lima. Okay, vielen Dank, J-Quack, HB9 BSL, das ist HB9 Juliet Alpha Mike zurück. Ich habe vorhin schnell auf QRZ.com geschaut, November, Papa 4 Kilo Bravo, ist also Puerto Rico. Das habe ich noch richtig im Kopf gehabt, dass ich eine Verbindung dorthin hatte, auf 20 Meter. Gut, ich gebe es Mike nochmal weiter an HB9 Kilo Oscar Mike. Ja, bestens. Ich würde vielleicht noch ganz kurz was zu Ursachen sagen, nicht gewisse Verbindungen. Also zuerst einmal herzlichen Dank an Albino, wo das Ganze quasi als Hauptleiter gut gemacht hat. Und der ist jetzt mit elektrisch vorhanden in der leeren Luft. Und auch Kerl ist gestern, natürlich logischerweise mit Klettergurt, auf das Dach geklettert vom Störgl. Und ihr wisst, da ist fast 5 Stück hoch. Und da oben haben wir mit CIMA-Profilen Gestell gebaut und wir haben unsere Groundplane, also unsere 13 Meter Groundplane, die ja 5/8 für 20 Meter ist, hat der Adilo auf dem Dach oben aufgebaut und offenbar hat er alles richtig gemacht, weil er nicht elektrisch ist, habe ich natürlich da nicht einmal kontrolliert. Dann haben wir natürlich auch noch, was funktechnisch anbelangt, noch relativ eine grosse Kompetenz gehabt. Also wir haben auch noch den EUD, hat allerdings nicht viel gefunkt, er hat sich mehr um das ganze Internet gekümmert. Dann haben wir natürlich gestern noch den HB3, ja, Juliet Oscar, den Jon, den Jan, haben wir gestern da gehabt, dann den Matthias, die weiße Rufzeichen, beim besten Willen auch nicht mehr. Dann haben wir noch den Lorenz da gehabt und die haben natürlich den Jan, den Matthias und den Lorenz haben natürlich gestern Nachmittag recht viel Betrieb gemacht, während sie sich mit dem Meer so um die Spiel und Sachen unter anderem auch können kümmern. Dann haben wir noch einen prominenten Besuch gehabt, der Heinz Bolli, ist fast Nachbar, der haben wir KUI. Und dann ist sind nochmal zwei Amateurfunker vorbeigekommen, die ich mich aber allerdings nicht mehr erinnere. Also wir haben da gestern Nachmittag eine recht hohe HB9er Kompetenz gehabt. Und wie gesagt, die haben dann auch Betrieb gemacht und die haben dann auch die interessanten Kurse angebracht. Das war vor allem früh schön gewesen, dann haben wir uns um den Betrieb und so können kümmern. Ich sage allen herzlichen Dank an die Leitstation, weil das ist nicht selbstverständlich, so früh aufzustehen, Frequenzfrei zu behalten. Und ich finde das immer wieder lässig, wenn es klappt. Und es klappt halt wirklich nur dann, wenn man auch wirklich früh aufsteht. Und auch alle anderen Stationen. Und wir machen nachher, wir schalten nachher ein bisschen leiser, und wir schauen, lassen sich später nochmal drin. Aber wir müssen jetzt eben gerade noch ein Gruppenfoto machen. Okay, und ich gebe das Mikrofon gleich weiter an HB9 SWR. Da ist HB9 SWR. Ich möchte mir dem Dank anschließen. Ist wirklich super von der Leitstation, dass das so gut geklappt hat. Wir freuen uns auch super, dass wir da dabei sein können und möchten uns auch mit einem Fadi-Ruf aus Drogen verabschieden. Und das ist dann von uns auch der letzte Durchgang. Schöne Grüße vom Funkerteam Werner und Max und jetzt noch der Fadi-Ruf von unseren Fadi in Drogen. Fadi!
Okay, vielen Dank, der haben ihn Juliet Alpha Mike übernimmt wieder. Super, Pfadi-Ruf finde ich voll lässig, wenn man so etwas über den Funk macht. Jetzt muss ich noch schauen, haben ihn SWR haben wir gehabt. Ich habe als nächsten auf der Liste den Willi, der haben ihn Sierra Oscar Alpha. Willi, bist du noch da? Willst du noch mal übernehmen? Okay, der Willi habe ich nicht mehr gehört, der haben ihn EKB, der Taco ist in der letzten Runde schon nicht mehr erreichbar gewesen. Ich denke, ich tue jetzt da die Runde nochmal abschliessen für den freieren Teil. Ich ziehe mich da auch ein bisschen in den Hintergrund zurück, bleibe noch auf dieser Frequenz QRV und gebe einfach schon mal das Mikrofon frei an die erste Station, die sich da nochmal melden Okay, ich habe in JM zurück. Es meldet sich gar niemand mehr. In dem Fall denke ich, die Runde jetzt definitiv abgeschlossen und sind wahrscheinlich alle langsam am Zusammenpacken. Euch allen vielen Dank fürs Mitmachen. Beste 73 von meiner Seite. Bye bye.